Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Europa Universalis 4 mit unserem großen, mächtigen Mema, das eine kleine Koalition noch drin hat. Ein bisschen ungünstig. Wir verbessern gerade die Beziehung mit Corin, wie die aus der Koalition rausgehen, dass wir sie dann angreifen können. Des Weiteren annektieren wir noch ein bisschen. Das ist auch bald abgeschlossen. Wir haben jetzt ein paar Kreditschulden, weil wir jetzt unsere Tech nach oben katapultiert haben. Weil wir jetzt alle schönen geförderten Institutionen haben, die gerade da sind. Wir sind hier die einzigen in Indien, die das haben. Dadurch sollten wir eine sehr hohe Tech bekommen. Oh, die haben 17. Aber wir können höher kommen. Plus 9, da plus 6. Minus 3 sind wir da gerade, weil wir ein bisschen viel Verbündete haben. Aber wir haben Großbritannien und Frankreich drin. Das ist äußerst gut. Frankreich hat Rivalen, Großbritannien, Spanien, Osmanen. Ist gut. Dann bin ich gegen die Osmanen Frankreich drinne. Massantan hat noch kein Bündnis mit den Osmanen. Ich hoffe, das bleibt so. Ich würde ja gerne Timuriden angreifen. Es funktioniert leider nicht. Was ich gesehen habe, wir könnten noch die Raikuten vereinen. Raikutana könnten wir gründen. Wird man auch neue Missionen erhalten. Wir könnten noch Rekrutenreserve anmachen. Brauchen wir aber nicht. Weil hier sind wir ja fertig. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob wir Barata gründen können. Aber ich denke schon. So, machen wir das jetzt mal. Und jetzt haben wir eine schicke neue Farbe. Bayopatana. Haben wir jetzt einen neuen Missionsbaum? Nö. Irgendwie der gleiche. Du isst es immer noch? Okay, es passt. Jetzt schicken wir mal die Leute hin. Aber hier. Ah, kann man noch machen. Sehr schön. So, nehmen wir jetzt die neuen Traditionen, ist die Frage. Was haben wir denn hier? Verfall an Migration, Prestige, Festungsverteidigung, Entwicklungskosten, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Rekrutenreserve, ja. Fernkampfschaden und Disziplin. Da haben wir Infanterie, Kosten minus 20, Kampfstärke, Infanterie plus 10, ist glaube ich nicht mehr so wichtig. Das mit der Kriegsmüdigkeit wäre halt wichtig, aber da kann man auch drauf verzichten. Nehmen wir mal die 9. Jetzt haben wir Moral plus 10, das ist sehr gut. Kostenrichtlinien, Militär plus 1, das ist auch sehr gut. Disziplin plus 5, das ist auch sehr gut. Kämmerungskosten ist sehr gut. Rekrutenreserven plus 15 haben wir immer noch. Hervorragend. Kampfstärke der Kavallerie, auch sehr gut. Schaden Fernkampf, Wachklau plus 2, Kosten Artillerie minus 15, das ist auch hervorragend. Und limitiert jährlich bis 1. Also das sind echt super Ideen. Also da kann man echt nichts sagen. Aber ich dachte, wir kriegen hier irgendwie einen neuen Missionsbaum. Oh. Oh. Wow. Geil. Die gehen alle raus. Ist jetzt die Koalition weg? Nö. Okay. Es ist ja hervorragend. Osmanische. Kann man hier dort drücken? Ja. Machen wir das mal, damit hier weiter der Absolutismus steigt. Je höher, desto besser. Da sind wir schon auf Kaiserreich. Einen neuen Missionsmacher haben wir leider nicht bekommen. Ich dachte eigentlich, ich krieg einen, aber den war wohl nicht so. Religiöse Sekten. Nassstärke, Toleranz, Heretiker. Heretiker sind die Sekten.
Ja, das passt schon. Gut, dann können wir jetzt eigentlich Corinne angreifen. Bevor sie sich das anders überlegen. Dazu brauche ich erstmal einen kleinen. Ne? Jetzt können wir nicht einfach die Rückeroberung machen. Dara wäre dabei. Das ist sehr gut. Machen wir einfach mal irgendwas. Das ist ja Salem. Dann greifen wir mal an. Auf sie! Hat ihr irgendwo Festungen an? Hat ihr überhaupt noch irgendwo Festungen? Da ist eine. Oh, die ist aus. Hervorragend. Stürm mal schnell dahin. Du stürmst dahin. So, jetzt haben wir keine Anführer mehr, ne? Ja. Wir können noch unseren Herrscher dazu holen. Der rennt da runter und du rennst mal dahin. Sagen unseren Leuten, die sind alle belagern. Ihr kommt alle runter. Also diese Farbe ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Ganz nett aus eigentlich. Phasische Bauern, ja, das können die mal schön alleine machen. So. Schaffen wir das noch? Ah. Doch, haben wir gekriegt, ne? Was haben die für ein Tech? Tech 16, genau wie wir. Das ist sehr schön. Oh, die haben echt guten Nahkampf, General, ne? Erwischen wir dich irgendwo? Da bestimmt. Müssten wir eigentlich schaffen, oder? Nee, doch nicht. Oh, 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 oh. Kriegen Verstärkung. Hügel ist schlecht. Da ist ganz gut. So, die Belagerung haben wir gewonnen. Dann ziehen wir dich auch mal hier hoch. Ah, jetzt haben wir noch einen Tick dazu bekommen. Haben wir wesentlich mehr Moral. Das sollten wir jetzt ganz gut weghauen. War nicht ganz tot, aber nicht so schlimm. Hören wir die auch mal auf. Oder irgendwas spawnt. Oh, hallo? Sehr schön. Du kannst dich mal aufteilen. Gehst mal dahin. So, wo läufst du jetzt hin? So, dann kommen wir hier runter. Schauen wir mal, ob wir den da noch irgendwie abfangen können. Was ist denn der für ein Angriff? Nur ein Dreier. Nicht ganz so gut. Was haben die da? 17.000. Erwischen wir dich hier irgendwo? Ja, da erwischen wir dich. Hügel ist schlecht. Aha. Na. Nein. Was ist denn das? Auch Hügel. Ah, Hügel ist echt doof. Aber wir nehmen es mal in Kauf. Vielleicht killen wir dich ja trotzdem komplett. Schaut's denn da aus? Ja, das könnte ein Vibe werden. Nee, doch nicht. Schade. So, da oben ist eine Armee.
kümmere dich mal. Halbieren, so. So, die Hauptstadt ist belagert. Komm doch. So, dann laufen wir hier runter. Außer. Gut, dann können wir hier mal weiter erkunden, den Nordostpazifik. Haitianisch, Südaustralien. Raipuchanisch. Neue Tag, Gewaltmarsch, sehr schön. Genau das, was ich brauche. Ziehen wir mal wieder zusammen. Da gehen wir dahin. Gehst mal dahin. Dahin. Was habt ihr für ein Tag? Oh, ihr habt schon 17. Ist das zufällig Hügel? Ja, Hügel passt. Na, haut ihr ab? Nur zu spät, befürchte ich. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Shit. Das könnte Aua machen. Das, wann kommt ihr? 22. Oh, könnte noch reichen, oder? Komm schon. Ja, sehr geil. Und dich erwischen wir auch noch, oder? Habt ihr da oben besetzt? Nö. So, meine Kollegen sind auch da. Mal mit Andara vielleicht Frieden handeln. Hm. Ah, die sind Rival mit den Mameluken. Das ist sehr gut. Reden können wir so lassen. Ich hätte gern das hier. Willst du nicht geben? Ah, das ist bestimmt eine gute Handelsdings, ne? Ja. Das ist blöd. Kannst du bestimmt auch eine Nation enden lassen. Vera. Chipore, Maratha, Mysore, Nishinagar. Das wären ja richtig viele. Das wäre natürlich auch eine Idee, ne? Und die nächste Armee weg. Na, komm. Au, 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 au. Das macht aber. Ah, scheiße, das werde ich verlieren, oder? Na, komm schon. Gewinne! Boah. War teuer, aber ich habe ja genug Rekrutenreserven. Das ist dann kein Problem. Zusammen, die erobern da oben ein bisschen. Das sind keine Generäle, das ist echt doof. Soll ich jetzt noch einen nehmen? Ich kann auch hier einen General rekrutieren. Machen wir das mal. Könnte ich mir nochmal Disziplin holen. Oder hier nochmal ein bisschen was davon holen. Und hier ein General rein. Und ich erwische mir dann da. Was ist das? Hügel ist unpraktisch.
Aber da wir die bessere Armee haben, ist das kein Problem. So. Gehst mal dahin. Wir müssten da mal die Festung belagern, also die Dingens, Womens. Einser. Musst du eigentlich machen? Musst du da rüber? So, die Flotte ist ready, dann geh mal da hin. Was haben die denn die so an Schiffen? 12 Großschiffe. Autsch. Okay. Das könnte in der Tat etwas unpraktisch sein. Wie kommst du da nicht hin? Ja. Eine blöde Festung, ne? Ja. Belagert mal da, du gehst dahin, das passt. Dem habe ich auch noch ein Ding. Oh. Jetzt wird es tatsächlich etwas kritisch. Ich glaube, ich verliere nicht allzu viele Schiffe. Obwohl das noch recht gut ausschaut. Ah, das ist neu. Das kenne ich so noch gar nicht. Oh. Au. Kann ich mich mal zurückziehen? Danke. Du löst da hoch, das passt. Jetzt komme ich da gar nicht rüber, ne? Ja, das ist ja blöd. Bis dahin, du hast da alles belagert. Einmal dich doch auch mal auf. Noch ein bisschen plündern. Jetzt kommst du da hin, okay. Bisschen Austausch, passt. So, wenn ich jetzt... was ist das da? Macht denn ihr hier? Die Swahili führen die Krieg. Ah, okay. Überblick verschaffen. Mal die kleinen Armeen da weghauen. Ja, so. Wir lagern da oben, dann gehst du mal dahin. Weg. Du kommst da nicht rüber, ne? Das ist echt doof. Was ist das da alles? Kochin, Andara. So. Andara müsste jetzt langsam die Schnauze voll haben, oder? Katakuna ab. Was sind ihre Ansprüche? Gibt halt wieder Haufen aggressive Expansion, ne? Wenn ich einfach dein Geld nehme, das ich gut gebrauchen kann. Kriegsreparation. Bündnisse mit Koch auflösen. Reden lassen wir mal.
Kernprovinzen an Orissa. Das wäre eine Idee, ne? Mann, die ist richtig teuer, diese Provinz. Was ist denn das für eine Provinz? 44er. Ja, das ist teuer. Die brauchen wir eigentlich noch nicht. Kann man denn aufgeben, ja? Das wäre noch eine Idee. Also Kernprovinzen zurückgeben, das wäre glaube ich noch besser. Kostet zwar ein bisschen Diploma. Ah, Moment. Ich muss erst warten, bis die annektiert sind, sonst verliere ich einen Haufen Diploma. Sonst dauert das ewig bis der Annektierung. Schon mal nicht machen. Dahin. Dahin. Oh, hallo. Kommt ihr denn hier? Oh, jetzt kommen sie alle rüber gelatscht. Dschungel. Ja. Nee, warten wir mal da. Bisschen Verstärkung holen. Lagerung gewonnen, sehr schön. So, jetzt stürmen wir mal alle auf die Stadt zu. Und kommt hier an am 21. 22. Ja, passt. Ah, sehr geil. Das sind wir auch durch. So, die können nicht mehr abhauen. Jetzt haben wir dich. Soll die vernichtet sein, oder? Nee, reicht nicht ganz. So, Gariat haben wir reingeholt. Annektiert quasi. Schieß mal raus. Genau, verpisst euch mal. Oh, da oben muss noch belagert werden. Der Hafen ist besetzt. Die teilen wir auch mal auf. Die auch. So, wie schaut es hier aus? Der wird auch fleißig besetzt. Machen wir mal so. Hier weiter aufteilen. So, Delle. Haben wir fast alle besetzt. Ach, ich sehe gerade da unten ist noch einer hin. Es gibt auf jeden Fall jede Menge Kohle. Mal kurz, bis das alles besetzt ist da drüben. Ah, da ist noch die eine Festung, ne? Das sollten wir mal als Verstärkung einen reinholen. Muss mal dahin, so auch. Auch. Sehr geil. 91%. So, können wir alle zusammenziehen. Dahin am besten. Gehen wir dahin zusammen. Und ein bisschen plündern. Die letzten beiden Festungen und die Hauptstadt müssen wir auch noch.
Hat uns gar nicht mal so viel Manpower gekostet. Abweichender Berater. Wer stirbt? Rangai Singh? Singh Singh? Will ich den weghaben? Nee. Jetzt noch ein bisschen präzise, aber das macht nichts. Wie schaut's denn mit dem anderen aus? Oh, das dauert jetzt nochmal 10 Jahre drauf. Ich bin eigentlich fast einen Diplomenschen. Man könnte es auch erstmal so lassen, das passt dann schon. Borissa hat uns beleidigt. Solche Schweine. Trotzdem wieder Plünderung aus, das passt, okay. Oben. Plündern wir auch noch fleißig. Kannst du auch mit ein bisschen plündern. Gibt da nämlich nochmal ordentlich Kohle. Gut, das dauert jetzt halt. Das nützt halt nichts. Da haben wir Gariat. Da war da irgendwo noch eine Armee, oder? Haben die keine mehr? Wie sieht's so aus? Die Türme annektieren. Fars wäre der nächste. Mal die Beziehung verbessern zur Sicherheit. Gut, da warten wir mal noch, bis das der Rest belagert ist. Schaut's hier aus mit der Plünderung? Da ist schon, da können wir noch ein bisschen. Da ist schon leer, da ist auch leer. Kommen wir hier runter. Da können wir auch noch ein bisschen. Schaut's da aus, da kann man auch noch. Geht nämlich ganz gut Kohle, denke ich. So, hier kommen die nächste Stufe. Nämlich extrem billig jetzt alles. Ist ja extrem, also ordentlich billig. Wir haben jede Menge Boni hier. Schaut es eigentlich in der Armee aus? Kann man da noch mehr ausheben? Ja, theoretisch schon. Unmengen. 30. Staaten können wir leider nicht mehr haben. Der billigste ist Bangladesch. Den könnten wir mal rausnehmen nachher. Ein bisschen umsortieren. Dahin. Schaut's hier aus. Alles leer. Da hoch. Da runter. Dahin. So, wir haben fast alles gewonnen, aber darüber kommen wir halt nicht, weil wir ein bisschen noch zu gute Schiffe haben. So. Wie schaut's jetzt aus? Reit Britannia ab. Nee, das machen wir mal nicht. Kann man uns zurückgeben. Mal gucken, wie viel geht. Sieht ein bisschen doof aus. Tanjore. Geht Madurai. Bei G. Vani geht das auch. Geht auch. Geht Tirunelveli. Geht auch. Was brauchen wir noch für Bharata? Das da, das hier oben. Was ist da? Hyundai Nadu. Hyundai
Nado geht auch noch. Ach Moment, das war mal anders. Mach mal einzeln. Nado, Kanshin Puram, geht das auch? Ja, wunderbar. Tempolinsen aufgeben. Rieke, Kriegsoperation. Geht das? Ne, das kostet zu viel. Ja gut, das muss ja noch nicht sein. Das machen wir dann halt das nächste Mal. Mokka, nee, ist zu weit. Das ist auch zu weit. Das ist sowieso Madurai. Akkord könnte man noch machen. Ah, die mögen uns alle nicht. Ja, das war mir schon klar. Machen wir das mal so. Die müssen uns jetzt unendlich dankbar sein. Oh ja. Aber sowas von. So, Kochin. All dein Geld. Erstmal. Kriegsrelation. Verträge kann man lassen. Wir könnten noch Nationen entlassen. Das machen wir aber mal nicht. Saarland können wir denen noch geben. So, ne? Bitte schön, Madurai. So, plus 200. Ne? Oh. Aha. Ja, nicht aufmüpfisch werden, ne? Was? Ach, Jumla. Du willst hier gerade annektieren, ja, ne? Schön, schön. So, da kann man hier nämlich einmal rüberkommen. Für das nächste Mal. Kann man jetzt erstmal die Ansprüche machen. Das war's, glaube ich, noch, ne? Ach, hier unten, das hier unten. Bauen wir auch noch. So. Machen wir das mal so. Ja, alle schön Ansprüche machen, ne? Schadet überhaupt nicht. Einfach mal alles markieren. Passt dann schon. Und so ist Kochin wieder ganz klein geworden. Hab ich hier schon Ansprüche? Nee. Machen wir das mal so. So, Timuriden. Hedgers und Andara. Die Frage, soll ich denn gleich den Krieg erklären? Nehmen wir erstmal die Truppen da hoch. Ein paar. So, und du kommst da hoch. Gehst mal dahin, gehst dahin. Kannst da mal stehen bleiben. Auch. Was? Mein Lindy. Ach, die da oben. Soll ich mit Großbritannien in den Krieg gehen? Das ist die große Frage. Ich glaube, das machen wir das nächste Mal. Da klären wir das mal. Bisschen jetzt den Krieg so. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Wenn ich da was bekommen könnte, wäre das, glaube ich, ganz gut, ne? Und mir lehnt's ab, das weiß ich noch nicht. Gut, das werden wir dann das nächste Mal sehen. Bis dahin erstmal auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.